Ja, wieder mal hallo vom Zentrum für Yoga mit Tipps für mein Leben, von mir für mich und vielleicht auch für euch, wer weiß. Und ein wichtiger Tipp ist, wenn im Leben etwas nicht Gutes passiert oder man negativ angemacht wird oder diffamiert, kritisiert und so weiter wird, zahl es nicht mit gleicher Münze heim. Nicht nach dem Motto, wie du mir, so ich dir, sondern wenn im Leben etwas nicht passt oder böse, negative Dinge auf einen zukommen oder um einen herumkreisen, versuche immer an dir zu arbeiten. Und ich versuche nicht eben nach außen Gewalt auszuüben. Oder wenn mich jemand als Depp bezeichnet, dass ich ihn auch als Depp bezeichne. Oder wenn mir jemand was Negatives angetan hat, dass ich das mit gleicher Münze zurückzahle. Sondern Gewalt erzeugt immer Gegengewalt und das ist ein endloser Kreislauf, bringt überhaupt nichts. Sondern versuche an dir zu arbeiten, mit Yoga zum Beispiel, Tai Chi, Qigong, was auch immer, um das Innere zu verändern. Das heißt, nähere das Licht, die Sonne in dir, reinige dich, befreie dich, mache die Reinigungsübung im Yoga zum Beispiel und dann reinigt man immer mehr die Dämonen in der Außenwelt. Das heißt, es ist alles ein inneres Spiel und ich versuche immer zu üben, jeden Tag Energie aufzunehmen, mich zu reinigen von innen heraus durch die Shatkarma im Yoga. Und dann gibt man den Dämonen weniger Energie. Die negativen Dinge im Leben werden mehr mit Licht behandelt, sozusagen, mit positiven Gedanken. Und dann gehen die allmählich weg oder werden zumindest weniger. Und so, ich kann immer nur die Shatkarma, die yogischen Reinigungen empfehlen. Wer den nicht kennt, schaut sich mein Video an. Auf YouTube, Markus Ritz Zentrum für Yoga, da erkläre ich das nochmal. Das heißt, eben nicht nach dem Motto, wie du mir, so ich dir leben, sondern wenn du mir was Böses tust, dann versuche ich erst recht das Licht zu aktivieren. Und so sage ich wieder mal danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, danke an alle Abonnenten und teilt gerne meine Videos, wenn sie euch gefallen und wenn ihr Menschen kennt, die davon profitieren. Ja, ich sage Ade und ciao, ciao.